Hey, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ich war mal wieder bei Budni. Ich musste Sachen nachkaufen und ich finde bei Budni immer so schöne Sachen. Und die zeige ich euch heute. Los geht's. Das Erste, also nur noch mal so, dass ihr es wisst, falls ihr Budni nicht in der Nähe habt. Budni ist eine ganz normale Drogerie wie DM oder Rossmann. Und die meisten Sachen, die ich euch zeige, bekommt ihr alle in den anderen Drogerien. Aber Budni ist immer noch so ein Ticken. Wie soll ich es denn erklären? Ich weiß, Budni ist sehr viel im Norden, zum Beispiel auf Sylt, in Hamburg. Die sind sehr gut sortiert und wir haben Gott sei Dank in Berlin zwei in der Nähe. Und ja, es ist ein wundervoller Laden. Also wenn ihr mal die Möglichkeit habt, in den Budni zu laufen, dann macht es. Oder ich weiß gar nicht, ob man online bestellen kann. Naja, auf jeden Fall das erste Teil, was ich so schön finde, bekommt ihr aber in jeder Drogerie. Das ist von L'Oréal. Die Farbe Colorige 303 Rose Tendre. Also das ist so ein ganz zarter, schöner Ton. Ich habe den jetzt benutzt. Ich habe ihn euch aber abgedreht, bevor ich den mir heute aufgegeben habe, weil ich habe ihn jetzt gemischt. Ich trage als Basis einen ganz schönen roten Ton von MAC und habe mir den jetzt drüber gemacht. Und der hat so einen ganz leichten, der ist so wundervoll rosa Farben und er hat einen leichten Schimmer, aber so einen ganz leichten Perlmutt-Schimmer. Und das fand ich jetzt so, so toll. Also das ist was Geniales im Alltag. Dann zaubert der einfach so ein bisschen frischer auf die Lippen. Oder so wie ich den jetzt habe, auf einem roten, da macht er so einen leichten Schimmer. Ich hoffe, das sieht man jetzt. Und dazu kommt, dass der so hübsch aussieht mit diesen Herzen. Also ich finde den echt richtig, richtig gut. Mich hat erstmal voll das Packaging so geschnappt. Und dann habe ich mir die Farben angeschaut. Und dann habe ich mich für diesen rosafarbenen entschieden. Ja. Bleib noch mal ganz kurz bei den dekorativen Sachen, weil ich da einfach zwei absolute Klassiker habe, die ich immer wieder genauso kaufe, schon 100 Mal gefühlt. Und zwar ist das von Lavera, mein Augenbrauenstift, in der Farbe Blonde 02, ganz wichtig, der Eyebrow Pencil, Blonde 02. Es gibt da viele Farben, das ist für mich der beste. Und ich habe da eine Macke, ich muss da ganz viele von einem Schrank haben, weil ich immer Angst habe, die könnten den aus dem Sortiment nehmen, weil ich den so gut finde. So, und jetzt mische ich mir den, das ist aber der für den Alltag der perfekte. Wenn ich aber die Augenbrauen noch ein bisschen dunkler möchte, dann habe ich hier einen, das ist eigentlich kein Augenbrauenstift, das ist tatsächlich ein Kajal. Also hier steht jetzt nicht Kajal, hier steht Eye Pencil, also den man sich so in die Augen gibt, aber ich mache den tatsächlich als Augenbrauenfarbe. Und wenn ihr dann darüber von Catrice oder von, was weiß ich, welcher Firma, so ein Setter nehmt, ne? Also so ein kleines Bürstchen mit so einem Gel, dann hält das bombenfest, das verwischt auch nicht. Oder wenn ihr die Seife benutzt, ich benutze ja immer diese Brow Soap, genial, das Zeug hält, man kann das anfassen, man hat es nicht an den Händen kleben. Und das ist jetzt die Farbe Hot Chocolate von Essence. Genau, dieser Eye Pencil. Ich dachte immer, das wäre ein Augenbrauenstift, bis mir irgendwann mal einer geschrieben hat, das ist doch gar kein Augenbrauenstift, das ist doch ein Eye Pencil. Nicht so, oh ja, stimmt. Egal, Auge ist Auge und ob das da oben ist oder so. Nein, ihr könnt das natürlich ultra professionell machen, aber für mich ist das halt eine Kombi, die ich seit Monaten immer wieder gerne nehme. Die da. Müsst ihr aber dunkle Augenbrauen haben, ne? Das geht natürlich nichts, wenn ihr jetzt so ganz hell seid, ganz helle Augenbrauen habt, na dann natürlich nicht, das ist was für dunkle Augenbrauen. Dann haben wir, weil der Wunsch kam aus Holland, wir haben ja holländische Familie, also wir haben ja im Prinzip vier Kinder, mein Mann und ich. Also ich habe zwei mit ihm und er hat schon zwei mitgebracht und die sind aber schon erwachsen. Und die Tochter, die schrieb uns jetzt, dass sie unbedingt das da möchte. Und das haben wir jetzt auch gleich irgendwie dreimal gekauft. Und ich habe es mir auch einmal jetzt mit eingepackt, weil ich jetzt wissen will, ob das so gut ist. Warum? Die feiert das. Nivea Body Milk in Dusche. Da habt ihr quasi die Creme in der Dusche. Ich weiß nicht, vielleicht ist das cool für den Sommer, wenn wir auf dem Land sind und man war dann im Pool und oder im See. Wir haben einen See in der Nähe und wir duschen uns dann danach. Dann muss man sich da nicht eincremen. Finde ich ziemlich gut. Vielleicht ist das auch eine Lösung, wenn man dann in den Pool reingeht. Muss man sich nicht vor dem Pool duschen, weil wir da immer so eine Action haben. Weil du darfst ja nicht mit Creme in diesen Pool. Ne? Naja. Also das könnte vielleicht was sein. Mal gucken. Und ich bin gespannt. Ich mag ja auch Nivea, diesen Duft. Ja, ganz klassisch der Nivea-Duft. Ja, da geht jetzt eine Sendung nach Holland.
Dann habe ich ja aber auch so eine Macke mit meinen Düften. Und wer mich da schon jetzt länger hier schaut, der weiß das auch, dass ich die Kneippsachen feiere. Ich erzähle da auch ständig drüber. Mir tut es auch langsam leid. Wahrscheinlich könnt ihr das nicht mehr hören, aber das sind halt so unsere Duschgele. Die benutzen wir sehr, sehr viel. Also mein Mann, der liebt die auch sehr und ich auch. Also am Morgen geht es mir einfach so gut, wenn ich dann so in den Tag starte und habe dann schon so einen Duft. Das ist jetzt hier dieser mit Zitrone und das ist so ein frischer Duft, der macht euch wach, der tut einfach nur gut. Und genauso feiere ich die Duschschäume, aber den von Kneipp hatte ich noch nicht, deshalb freue ich mich so auf den. Das ist nämlich, der heißt Wachgeküsst, eine Schaumdusche mit Orangenblüte und Jojobaöl. Also das klingt auch so toll, da freue ich mich drauf. Das nehme ich dann auch gerne mal zum Rasieren, da hat man gleich so einen tollen Duft. Ich weiß, es gibt aber, das ist wirklich ein Unterschied, benutzt auch Rasierschaum. Das ist noch eine andere Konsistenz, aber wenn es halt mal schnell geht und der Duft soll toll sein, dann ist es das. Und dann ist es wieder über mich gekommen, als hätte ich noch keine Bodylotions. Aber ich habe wahnsinnig viel Bodycreams aufgebraucht. Und ja, ich hatte irgendwie auch jetzt längere Zeit, also so im November, Dezember habe ich keine Bodylotions oder so mehr gekauft. Und ich habe tatsächlich, ich creme mich ja täglich ein, kann man sich vielleicht nicht vorstellen, aber ich brauche das. Und jetzt habe ich mir wieder von Nivea, um hier auf den Punkt zu kommen, Kokosnuss gekauft mit Monoiöl. Und dieses Monoiöl, das riecht ja so gut. Und ich habe natürlich auch schon im DM, will ich sagen, bei Budni geschnuppert. Oh, es riecht gut. Es riecht wirklich richtig, richtig gut. Ich muss mir da gleich mal einen kleinen Stups da rausholen. Aber oh ja, das riecht nach diesem, jetzt habe ich so eine Nase, dieses Monoi. Da gibt es ja auch so ein schönes Spray von Yves Rocher. Kennt ihr das? Das hatte ich früher immer. Oh, das riecht gut. Das ist echt ein toller Duft. Öl in Lotion. Genau. Ah ja, genau. Da habt ihr das Öl, aber es riecht nicht so muffig, weil oft ist es so, wenn da Öl drin ist, dass das so mufft. Hm, riecht super. Naja, und was ich auch immer wieder mitnehme, sind meine Masken, da habe ich einen wahnsinnigen Verbrauch und natürlich habe ich da meine Supermasken, meine aller tollsten, die von Dalton, aber da bin ich dann auch immer so ein bisschen, naja, sparsam, ne? Die will man dann ja nicht so alle zwei Tage nehmen, das ist immer so mein Highlight, aber die sind tatsächlich was für den Alltag, also wenn ich morgens aus dem Bett komme und denke, so, über mich ist so ein Bus gefahren, dann knalle ich mir die ins Gesicht und dann bin ich erfrischt. Dann haben die ja bei Budni immer so coole Sachen und dieses Mal habe ich mir hier von, das heißt Respekt, Orangenfrische, das ist ein Küchenreiniger und ich freue mich voll auf den Duft. Also das soll ja nach Orange duften, oh, ich freue mich. Das finde ich ja eh super, wenn man so irgendwas gekocht hat, dann neutralisieren ja diese Zitrussachen sehr gut, aber auch Zimt. Also das habe ich jetzt ja immer im Winter gemacht, dass ich dann Zimt in Wasser in so einen kleinen Topf auf dem Herd gestellt habe, wenn man das richtig gekocht hat, so Weihnachten und die ganze Bude, die stinkt, dann stellt euch dieses Zimtwasser auf dem Herd und lasst es verdampfen. Der Geruch ist weg. Es riecht dann so gut nach Zimt, aber nicht mehr nach Fett und so, ne? Und ich hoffe aber, dass es auch gut geht. Dann bleibe ich mal gleich bei diesen Spülsachen. Das hat mich total angesprochen. Palmolive habe ich lange nicht gehabt. Palmolive, rosa Orchidee. Ja, freue ich mich. Ich hoffe, es riecht schön stark. Und was ich halt auch immer super gern kaufe, von Fit natürlich. Ich liebe dieses olle Fit, dieses hässliche Fit, dieses ganz günstige, was in so einer ollen Packung ist. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und die haben aber auch jetzt sowas und ich finde das auch vom Duft her sehr schön. Gibt auch noch sowas mit Grün, so mit Minze, glaube ich. Das ist auch toll zum Spülen. Also es ist ein Spülmittel. Ne? Ich rede hier, als würde ich es essen. Nee, das spüle ich mit. Aber jetzt mal so zum Essen zu kommen. Jetzt haben die halt bei Budni immer so tolle Sachen, weil bei Budni ist ja jetzt Alnatura, was früher bei DM war. Die haben sich ja da irgendwie getrennt. Und da hatten die jetzt auch, das ist jetzt nicht Alnatura, aber dieses Baukhof. Und das ist eine Backmischung, aber die ist halt Bio. Das finde ich voll cool. Und ich weiß, meine Kinder, die lieben Brownies. Und wir werden dann, ich denke mal, direkt heute, ich hätte Lust, vielleicht heute Abend backen wir noch Brownies. Mal gucken. Dann habe ich mir hier diesen Tee mitgenommen. Das ist ein Kakao-Chai von Pukka. Der ist für mich auch neu, hatte noch nie von Pukka schon oft Tee, aber kein Kakao-Chai. Bio-Gewürztee mit Kakao, Zimt und Süßholz. Jo, klingt mega, mein Ding. Dann habe ich mir hier so eine olle, schnöde Bürste mitgenommen, aber ich finde sie so cool, weil sie ist aus Holz. Gott, ist die hässlich, ne? Wie früher. Aber ich finde es mega, weil sie ist nicht aus Plastik, sie ist aus Holz. Sie ist in Deutschland hergestellt. Ich finde Budni toll. Und wenn die jetzt gut funktioniert, kaufe ich mir da gleich ein paar. Dann möchte ich eigentlich nicht mehr diese Plastikdinger, sondern finde ich die, glaube ich, ganz gut.
Man soll die auch regelmäßig auswechseln, ne? Und ich spüle ja sehr viel. Aber Leute, wir sind dabei am Plan. Da wird irgendwann eine Spülmaschine kommen. Aber noch habe ich keine, weil unsere Küche immer, das ging bei unserer Küche nicht. Die Küche, das ist eine Berliner Altbauküche, da war keine Spülmaschine drin, es hat nicht gepasst. Aber jetzt haben wir ja eine neue Heizung und jetzt ist Platz für eine Spülmaschine. Das heißt, wir müssen aber trotzdem dann halt alles umbauen. Das ist dann ein anderes Thema, das muss ich jetzt hier nicht ausbauen. Was im Budni super lecker ist, ist die holländische Schokolade, nämlich diese Tony's Chocolonely. Die habe ich irgendwann vor Jahren, oh Gott, da waren wir, glaube ich, in Holland, das ist so 6 Jahre her, da war mein Sohn noch ganz klein, der hat mir die gekauft und ich habe die geliebt und dann komme ich irgendwann in Budni und dann liegt die da. Habe ich mich natürlich mega gefreut und ich kaufe immer die mit Karamell. Das ist Milch, Vollmilchschokolade, Karamell. Und was ich aber auch immer wieder gut finde, und es musste jetzt auch mit, ist die Jogurette, weil bei der Jogurette finde ich so praktisch, ich lege ja immer alles in den Kühlschrank, dass man da immer mal ein so ein kleines Stück nimmt. Bei der, oh, wenn ich die dann aufmache, schwierig, ne? Bei der kann ich eine Stange nehmen, lege die wieder zurück. Genau wie bei diesen Kinderriegeln, aber die Kinderriegel, die holen sich meistens meine Kinder ganz schnell. Die anderen Sachen mögen die nicht so. Die Kinder sind wirklich auf Kinderschokolade. Warum eigentlich? Hä? Dann habe ich mir noch hier mein geliebtes Porridge mitgenommen, das Früchteporridge von Alnatura. Und das ist wirklich günstig. Also ich würde euch das empfehlen. Ich kaufe das gern mit Süße nur aus Früchten. Und das ist, glaube ich, mit roten Früchten hier. Oder es ist einfach ja, ein Früchteporridge. Dann, da habe ich jetzt leider nur noch hier das Ding, weil das natürlich bei uns schon im Kühlschrank steht und aufgegessen wurde. Das ist dieses Kimchi fermentierte Gemüse. Also, das ist jetzt natürlich nichts, was ihr bei DM oder Rossmann bekommt, ist klar. Das stand im Kühlregal. Aber was ich euch sagen möchte, achtet darauf, dass ihr so fermentierte Produkte zu euch nehmt. Also, das muss dann irgendwie, das war jetzt so ein Krautsalat zum Beispiel. Achtet darauf, das ist so wichtig. Ich mache da vielleicht nochmal ein Video drüber. Für euren Darm, ne, diese Bakterien. Und das gab es halt von allen, oder das steht da in den ganzen Alnatura-Geschichten im Kühlregal. Kimchi, fermentiertes Gemüse mit frischem Kurkuma. Ja, das ist jetzt mega in, auch Kurkuma. Ja, bin ich jetzt gar nicht so ein Fan, aber achtet auf fermentiertes Essen. Und dann habe ich mir noch Oropax eingepackt, und zwar die Soften. Habe ich euch aber auch schon ganz oft gezeigt. Ich entschuldige mich, aber es gibt hier immer wieder neue, die einschalten. Herzlich willkommen, falls ihr jetzt neu dabei seid. Vielleicht seid ihr auch ein paar Jahre jünger, vielleicht habt ihr ein kleines Kind. Haut euch und das Kind schläft bei euch im Schlafzimmer und ihr werdet irre. Oder ihr habt einen Mann, der schnarcht. Dann benutzt Oropax Soft. Es müssen die Soften sein, nicht die anderen, sondern Soft. Die funktionieren bei mir perfekt, Leute, und ihr beamt euch damit weg. Also wenn ihr jetzt einen leichten Schlaf habt und Schlafstörungen, macht einfach Oropax in die Ohren. Also ihr hört die wichtigen Sachen. Also bei mir ist es so, ich höre tatsächlich, wenn ich die Oropax drin habe, wenn das jetzt klingeln würde, das würde ich hören. Oder wenn mein Kind mich ruft, dann höre ich das. Aber ich höre nicht diese ganzen feinen Geräusche, wo man vielleicht sonst so wach wird. Oropax Soft. Was rede ich hier eine Stunde über Oropax? Und dann habe ich nochmal Essigessenz, um hier so richtig glamourös zu enden. Damit putze ich am liebsten meine Fenster. Ja, ich finde das mega gut. Ich habe meine Maisima-Tücher, dann habe ich meine Essigessenz und warmes Wasser. Und dann kann der Frühling kommen und die Sonne hier reinscheinen, weil dann habe ich alles geputzt. Und mit diesem Essig bekommt ihr das wirklich streifenfrei. Also ihr macht dann Spritzer ins Wasser rein, ne? Mehr nicht. Einfach nur Essig, vielleicht einen ganz kleinen Stups Spülmittel, ganz viel von dem Essig reinkippen. Und dann putzt ihr alle Fenster durch und das ist wundervoll. So, das war's. Das war mein kleiner Budni-Haul. Ich hoffe, der hat euch Spaß gemacht. Auch wenn jetzt vielleicht nicht jeder ein Budni in der Nähe hat, sind es ja doch kleine Inspirationen. Man kann ja auch Sachen online bestellen. Oder ihr geht zu DM oder Rossmann, da findet man ja auch alles. Und ja, ich bedanke mich. Freue mich, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr mich kostenfrei abonniert, die Glocke aktiviert. Es gibt immer 2 Videos pro Woche. Bei Instagram könntet ihr auch mal vorbeischauen. Da nehme ich euch immer so mit durch unseren Alltag. Da erfahrt ihr noch ein bisschen mehr. Das ist nochmal ganz anders. Und ja, ich bedanke mich, dass ihr hier seid. Wünsche euch alles Liebe und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.